Ey, Dende, ja. Du, lass mal ganz kurz mal im Spielstopp. Hashtag der Woche ist Hetenzauber. Wir müssen ganz kurz mal die Sendung anhalten. Dende, sag mal, heute ist deine letzte Sendung. Ja, ich weiß. Das war so ein leicht ironisches Oh. Du machst, oh, bist du hingefallen? Oh. Heute ist deine letzte Sendung. Ja, Bruder muss los, hätte ich sagen sollen. Dann werden die Leute durchdrehen. Wir haben uns kennengelernt vor 8 Jahren ungefähr. Und da hast du gesagt, nächste Woche ist dein Album fertig. Wann kommt dein Album raus? Übernächste. Übernächste. Also, Moment, wir strahlen doch verzögert aus, oder? Wir strahlen verzögert aus. Dann danach irgendwann, kurz danach. Übernächste, kurz danach, aber übernächste. Ich sag noch mal Bescheid lieber. 2017, meine Damen und Herren, das Dende-Jahr. Ich meine, du hast dieses Jahr Karma von David Bowie, Lemmy von Moe, alle sind gestorben, damit du nächstes Jahr dein Album rausbringen kannst. No pressure. Ja, ist doch so. Deine Worte. So. Jetzt bin ich aber recht gespannt, Dendemann, was du und deine tolle Band, die Freie Radikale, vorbereitet hat. Du hast jetzt bestimmt einen coolen Rape vorbereitet. Mach doch mal. Nichts vorbereitet. Du bist doch gar nichts. Ich habe doch gestern dir die Mail geschickt. Nichts gekommen, Mann. Was? Auf was? Ich meine, es ist die letzte Sendung im Jahr. Jetzt musst du ein bisschen mach doch irgendeinen alten Scheiß. Sendung gut oder sowas. Denn ist ja peinlich. Gut. Mach ein altes Ding oder so. Hashtag der Woche, meine Damen und Herren. Hetenzauber. Dendemann und die Freie Radikale. Hier kommt der dicke DMC mit Raps, die fließen wie Lava. Dreckig und mit Technik, wie sie nie da war. DMC hat Verstopfung, will seinen Scheiß nicht rauslassen. Das hier ist Apfelmädel, bald gibt's kein Alten mehr. Aufpassen. Schon zu spät, wie ihr seht, da habt ihr die Schweinerei. Die Radikale steht hinter mir, gegen den Einheitsbrei. Ich rhetorisch gewitzt wie Marcel Reich-Ranitzky und die GbRDH hat die Beats, die dich mitziehen. Wenn man Neo-Magazin sieht, bleibt keine Frage offen. Wir wollen kontinuierlich Gags liefern, und zwar die Waffen. Ich glaub, manche von euch hat's abgetroffen. Denn wir machen die Scheiße nicht fürs Hauptprogramm, sondern für Spartgenossen. Das heißt, Typen und Frauen, die down sind mit dem Niveau, ihr eigenes Ding machen, nicht alles nur für die Show. Und sowieso, auch wenn keiner versteht, was ich mein, denn die Mehrheit fällt halt immer noch zu gern auf Plastik rein. Wir lassen sein, das Konzept vom vermarktbaren Dreck, weil bei uns mehr drin steckt, als man beim ersten in den Check. Nicht oberflächlich genug, denn tatsächlich beruht mein Text auf Eingaben vom Boss, der mich jetzt hier besucht. Ich bin etwa 90 Bies und mein Lieblings-Rotschkatz. Mit der Hardcore-Literatur und dem Wortschatz, mit ein paar hundert Leuten und etwas Club-Atmosphäre, könnte alles klar sein, wenn ich nur nicht so ratlos wäre. Ich atme tief ein, wenn ein neuer Tag beginnt. Wie ich mir den Schlaf aus dem Berbak gewinnt, jagt den Stink und nackt im Wind oder von der Montur. Ich seh Boss oft aus, mach aus deinem Roll oder eine Volltonne, was klar kennt Mickey Mouse. Ist das Mutterinstinkt oder warum haltet ihr den Kerl nur die treue Hand aufs Herz, wenn es ihr werft Perlen vor die Säule? Ich mal allein mein Bizeps, ist ein technisches Wunderwerk. Nimm den Abschluss mal kurz, beschleunig wie ein Unterberg, yo. Was ist denn los, mein Sohn, du guckst so streng? Deine Freundin macht es wahnsinnig, wo meine Buchse hängt. Was ich rede, wie ich mich bewege und wie es ist, yo. Wie man sich kleidet, wie man tanzt und den ganzen Mist. Jetzt mal anders, jetzt die Damen. Darf ich wirklich darum bitten, abzugehen für Kollega? Der Gallop Style und das war's. Komm schon, Baby, beweg deinen Arsch. Jetzt mal anders, jetzt die Damen. Darf ich wirklich darum bitten, alles zu schütteln, was sie haben? Der Gallop Style und das war's. Komm schon, Roger, beweg die Bars. Ihr kennt die Leier. Life is a bitch und ich ihr bester Freier. Wenn ich mal wieder durst bin, Länder Eier, dann nur in Topfmörs, sonst erkennt mich keiner. Der Oldschooler, komm, einer reimt noch länger. Von Weitem sehen Hip-Hopper aus, wie meinst du Männer? Ich bin ein Rapper, der keinen Plan von Grammatik hat. Hast du meine Zigarette, ist für mich ein Shuttlesack. Lass mich treiben wie ein Paraglider. Bin kein Freischwimmer, ich bin Bademeister. Schau mir das Geschehen vom Beckenrand an, bis ich, sagen wir mal, zu checken anfange. Denn manche schwimmen mit, manche gegen den Strom. Hier kommt der Michael Phelps, der freche Generation. Er ist durch, damit es hat sich ausgeschwommen. Können wir dafür ein letztes Mal Applaus bekommen? Hey. Er schwimmt, er schwamm und schwamm. Endlich ist der Rutscher angekommen. Endlich hat er wieder Land gewonnen. Endlich nicht Schwimmerschmiss an den Zorn. Er schwimmt, er schwamm und schwamm. Doch endlich ist der Rutscher angekommen. Endlich hat er wieder Land gewonnen. Ich so, er so, schmeiß an den Song. Und ich so, setz dich, nimm den Keks, fühl dich wie zu Hause, lass noch mal hören, was du kannst. Und schon ging das alte Gejammer los von wegen. Er und seine harten Kollegen verpassen MCs den letzten Segen. Und ich so, Auszeit, bleib mal sportlich jetzt. Ich knabber meine Pizza, dreh die Mucke auf, seh zu, wie dein Kopf nickt. Reime wie Dropkick oder Strafstoß, lassen die Jungs wirklich schlaflos. Sportfreunde aller Länder fragen sich, hey, wat'n Titte, Keskes, hey. Haben wir das ausgerockt, bis ausgenockt wie Cassius Clay. Und er dann irgendwie so Ali und ich nur irgendwie so, ey. Seine Mutter nannte ihn Clay und ich werde ihn Clay nennen. Und außerdem bin ich immer noch verdammt hungrig und er irgendwie so, hey.
weil das bin ich nämlich auch. Und wir dann noch so Suppe gemacht und ferngesehen. Und er so, danke und ich so, gern geschehen. Aber er dann so ganz anders unterwegs gewesen. So, Alter, ich hab schon mit Titten gesehen, als Hugo, Egon, Balder. Und ich so schon gehört, apropos TV, Neo Magazin, genau, denn hört auf. Deswegen bin ich auch die ganze Zeit so nachdenklich drauf. Und welcher Zufall, das bin ich nämlich auch. Und ich so, Koch hoch, mein Sohn im ersten Taschentuch. Das Leben ist ein Auf und Ab wie ein Flaschenzug. Ein jeder ist seines Glückes Schmied. Und Fernsehen ist wie Pizza, auch schlecht, noch recht beliebt. Also kommt hoch, Leute, nehmt euch ein Taschentuch. Wir freuen uns derbe auf das Album, damit mach's mal gut. Aber bitte, was wird das für eine Sendung, Jan? Ohne Motherfucking Dendemann! Das ist Brot! Tja. Hör auf oder etwas nicht, wo bleibt der Dembo? Versteckt er sich, die ganze Schose schmeckt dir nicht. Du willst was Großes, check mal mit. Ich hör nicht auf, über Reim zu grübeln, wird high dabei, braucht keinerlei Flügel, verkörper den Hasel mit Wörter zu fassen, es bleibt zum Teil das kleinere Übel. Mich macht nur der Einheitsbrei müde, der komme nicht rein in die Tüte. Gib mir das Mic und die Bühne, sei sicher, dass ich mir eine Zeit lang vergnüge, weil ich weiterhin übe. Tag für Tag bin immer alarmbereit, in letzter Zeit den Abend nackt. Ja, ich stecke das Mikrofon noch auf, bis einer das Ozonloch stopft. Die Hölle gefriert und der Himmel entflammt, bis dahin quatsch ich mir und bin im Verstand. Hab mein Ding in der Hand, markier den dicksten Pimmel im Land, werd allein an der Fresse erkannt, dann wie Böhmermann. Unkopierbar und weiter resistent. Der Original ganz vorne im Regal macht weiter, bis es brennt. Nicht, weil ich gern Sparte bleibe, geschweige den Ärger vermeide, dann ich moderiere noch, wenn Gottschalk Rentner ist und die Erde eine Scheide. Ha! Wenn Digi Dende sagt, er hört nicht auf, da kannst du einen drauf lachen, Mann, er hört nicht auf. Nein. Wenn Digi Dende sagt, er hört nicht auf, dann den Arsch nach auf, er hört nicht auf. Nein. Wenn Digi Dende sagt, er hört nicht auf, da kannst du Gift drauf nehmen, Mann, er hört nicht auf.